Wo ist die vier? Vier, 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 vier. Da. Heute habe ich mal ein Video, das gerade total gehypt wird. Also ich persönlich habe tatsächlich davon noch nichts mitbekommen, aber ich habe die Info bekommen, dass ganz, ganz, ganz viele jetzt anfangen, nach Adventskalendern zu suchen. Ich bin tatsächlich noch nicht so in der Stimmung, deswegen kann ich dazu nichts sagen, aber wir haben uns jetzt entschlossen, uns einmal einen Adventskalender anzuschaffen und euch diesen vorzustellen. Ich habe mich entschlossen, einen Adventskalender von DM von Maybelline zu kaufen. Deswegen, ich sage jetzt einmal Spoiler-Alarm, falls irgendjemand diesen Kalender als Überraschung aufmachen möchte, sollte er jetzt einmal abschalten, das wäre sonst sehr ärgerlich. Alle anderen, die es interessiert, bleibt gerne dran. Und schaut mal, was drin ist. Ich bin ganz gespannt. Ich weiß selber noch nicht. Ich habe noch nicht irgendwie geguckt oder so, was da drin sein könnte. Deswegen, ich lasse mich da auch komplett überraschen. Und dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei dem Video und dann wollen wir gleich mal anfangen. Hier haben wir das schöne Stück. Ich zeige euch das einmal in groß. Ich muss sagen, ich finde ihn richtig schön. Er ist auch relativ schwer. Aber so vom Stil her muss ich sagen, schön schlicht, aber doch so ein bisschen als Hinschauer geeignet, als Hingucker geeignet, ne? Und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hat das was. Keine Ahnung. Also ich hätte mir auf jeden Fall so für Weihnachten gekauft. So, jetzt wollen wir mal gucken. Der hat hier zwei oder ein Klebchen. Kriege ich den jetzt auf am besten? Wir gucken erstmal, wie ich ihn aufkriege. So, es ist einmal offen. Es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe es aufgekriegt. Ich weiß nur nicht. Also eigentlich kann man es auch irgendwie aufstellen oder so. Also ganz komisch. Aber ich zeige euch das einmal. So sieht das aus. Man hat ein, ja, kleine Kästchen. Ganz süß. Ich finde auch die Farbe sehr schön. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, was das hier für eine. Ich glaube, das kann man hier irgendwie. Keine Ahnung. Also hier hinten hat man noch irgendwie so einen Aufsteller oder was das sein soll. Keiner, ich will es aber auch nicht kaputt machen. Also, falls jemand weiß, wie man das Ding benutzt, dann kann es ja mal gerne unten in die Kommentare schreiben. ja, genau, wie gesagt, das ist jetzt einmal die Sicht von vorne. Macht schon mal was her, würde ich sagen, ne? Wir fangen dann einfach mal von vorne an, das wäre sonst langweilig, und suchen einmal die 1. Dann suchen wir mal. Also ein kleines Paketchen. Und zwar, das ist ja cool. Okay. Also hier steht immer noch was drauf. Ob das jetzt überall so ist, weiß ich schon. Ja, ist überall so. Hier steht jetzt unser Beauty-Tipp. Trage eine erste Schicht auf, lasse sie kurz antrocknen und tusche dann ein zweites Mal für einen noch voluminöseren Look. Tusche hört sich wahrscheinlich nach Wimperntusche an. Ich hätte erst gedacht, so ein Lippenstift, aber das ist dann wahrscheinlich eher Mascara. Genau. Maybelline de Colossal. Colossal. Ach, Colossal wahrscheinlich so. Mascara Nure. Nure? Nure? Okay. Oh, das so. Okay, also das ist ein Riesenbürstchen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist riesig. Ja, das hat so ein Grünstich mit bei. Tja. Also ich bin nicht so ein Fan von diesen riesigen Bürsten, aber schlecht wird es bei mir auch nicht. Ist schon mal nicht schlecht. Dann haben wir hier einmal die 2. Unser Beauty-Tipp. Für eine dezente, matte Lippenfarbe kannst du den Lip Liner auch für dein ganzes Lippenrot verwenden. Oh, also das ist ja wohl mal eindeutig ein Lip Liner in Rot. Oder auch nicht rot. Das sieht eher braun aus.
Hautfarben. Ich swatch einmal, guck mal, ob man was sieht. Das ist eher so ein Nude-Ton. Seht ihr das? Wie gesagt, erst so ein Nude-Ton. Also es ist nicht rot, es ist eher so ein Nude-Lila-Ton. Ja. Lässt sich aber schnell wieder wegreiben. Also, Haltkraft ist vielleicht nicht so das Optimalste. Ja, aber Nude, muss ich sagen, passt gerade zu den Wintermonaten super. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich auch keinen Lip Liner. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie kaufe ich mir nie einen. So, die Nummer 3 ist ein bisschen größer. Und hier steht, kleiner Helfer für einen geöffneten Blick. Tausche das Silikonpad aus, sobald es porös wird. Okay. Tausche das Silikonpad aus, sobald es porös wird? Für einen geöffneten Blick? Vielleicht irgendwas zum Abschminken? Das ist ja lustig. Wir raten einfach mal. Das ist ja... Was für ein Silikonpad? Ach so. Ach Gott. Okay. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet bei der Beschreibung. Das ist halt so eine Wimpernzange, ne? Okay, für einen geöffneten Blick auch nicht schlecht. Ja gut, also ich habe daneben gelegen. Vielleicht hat es ja jemand richtig erraten. Wo ist die 4? 4, 4, 4, 4, 4, 4. Hier haben wir es einmal. Und hier haben wir den Tipp. Bürste deine Augenbrauen vor der Benutzung nach, um die natürliche Form deiner Augenbrauen zu unterstreichen. Wird wohl ein Augenbrauenstift sein oder ein Bürstchen. Beides. Beides, genau. Das ist einmal ein Bürstchen auf der einen Seite und ein Stift auf der anderen Seite. Finde ich ganz cool. Also gerade so diese Doppelstifte, wenn man unterwegs ist. Man braucht halt nur einen Stift anstatt zwei verschiedene. Ne? Weil wenn man wirklich von jedem Produkt immer zwei verschiedene oder sowas braucht, dann ist die Tasche schnell wieder voll. Ne? Und das kann man sich einfach mal so in die Handtasche mitstecken. Finde ich eigentlich ganz cool. Dann haben wir die 5. Hier haben wir wieder, achte darauf, die Nagelspitze zu was versiegeln, damit der Lack nicht absplittert. Okay Leute, ich denke mal, ihr wisst, was da drin ist. Ich bin so mega gespannt, welche Farbe. Also es muss ja auf jeden Fall, ich hoffe, ein UV-Gel sein. Bitte, 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 bitte. Ach du heilige Kanone. Also, das ist mein Rot, würde ich sagen. Wow, nicht schlecht. Wow, das ist ein Rot, nicht schlecht. Ich kann es ja euch einmal unten hier mit reinschreiben, wenn ich es einmal ausprobiert habe. Und dann gucken wir mal. Aber ich muss sagen, das ist eine geile Farbe. Und hier haben wir auch schon die 6. Hier haben wir einmal, diese Formel pflegt deine Wimpern mit Prokera Komplex und Agranöl. Das wird, denke ich mal, ein Pflegeserum sein für die Wimpern zum Auftragen. Ha! Ja, das ist sehr lustig. Falls es jemand noch nicht gesehen hat, diese Wimpernmaske, sage ich jetzt mal, habe ich tatsächlich schon. Da ich das von Anni geschenkt gekriegt habe, einmal liebe Grüße. Sie hat es leider nicht vertragen, weil das bei ihr in den Augen gebrannt hat. Ich habe es tatsächlich jetzt schon ein paar Mal benutzt und ich habe da keine Probleme mit. Aber ich habe auch keine sehr trockenen Augen. Also das funktioniert eigentlich ganz gut. Wenn ich es dann mal benutze, ich vergesse es leider auch ganz oft, muss ich aber sagen, ist das ganz okay. Ich bin nur nicht der Fan davon, dass das trocknet, weil das ist halt wirklich eine Maske und man hat die dann morgens dann noch irgendwie so ein paar weiße Stückchen. Also man muss sie morgens wirklich richtig abwaschen und ich muss tatsächlich auch immer Augen-Make-up-Entferner benutzen, weil ich es mit klarem Wasser nicht abkriege. Das ist immer ein bisschen blöd, deswegen benutze ich sie wahrscheinlich nicht ganz so oft. Aber so an sich finde ich sie ganz cool
Und sie macht die Wimpern auch wirklich ein bisschen geschmeidiger, finde ich. Wir bleiben bei was Kleines, und zwar bei der 7. Da haben wir jetzt einmal, not to prime is a crime. Kontrolliert Glanz dank der Formel mit Tonerde und schützt mit LSF20. Prime, vielleicht ein Primer. Kontrolliert Glanz. Serum vorweg. Matt und Poreless. Mattierender Primer. Achso. Ah, okay. Das ist sozusagen, den benutzt man unter dem Primer, um den Ton noch mal so ein bisschen zu mattieren, ne? Damit man nicht so stark glänzt. Ja, ein etwas größeres Paket. Du siehst toll aus. Schenke dir selbst ein Lächeln. Oh mein Gott. Also Leute, ich finde diese Sprüche darauf und auch diese Tipps und sowas finde ich ja erstmal mega, ne? Schon alleine, wenn man das wirklich jeden Tag auspackt und man hat erstmal diese freudige Überraschung jedes Mal und dann hat man halt auch noch so einen super süßen Spruch und da fühlt man sich doch gleich wieder besser, oder? Ich glaube, ich kaufe mir jetzt öfter solche Adventskalender. So, gucken wir mal, was uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern lassen soll. Ach, oh, sehr süß. Das ist so ein Klappspiel in Schwarz. Ganz einfach gehalten. Ich bin mir nur nicht sicher, obwohl, könnte klappen. Also es fühlte sich gerade ein bisschen instabil an. Es sind halt auch nur so zwei kleine Mini-Schrauben oder so, was das da hält. Das wird bei mir wahrscheinlich als erstes abfliegen. Aber so für, finde ich eigentlich ganz cool. So für die Tasche, es ist wirklich sehr dünn. Also es passt in die kleinste Tasche rein. Wenn man endlich mal wieder Partys machen kann, ist das auf jeden Fall eins, was man halt immer in die Tasche packen kann. Ne? Also, ja, wir haben mal die 9. Und zwar mit einem Beauty-Tipp. Trage dunklen Nagellack immer in zwei dünnen Schichten auf, um ein schönes Farbergebnis zu erhalten. Das wird dann, denke ich mal, auch ein Nagellack sein. Okay. Burgundy Kiss heißt die Farbe. Das wird, denke ich mal, so ein richtig tief dunkles Rot sein. Ich kann es ja mal aufmachen. Da sieht man das wahrscheinlich ein bisschen besser. Oh ja. Also das ist ein richtig kräftig dunkles Weinrot. Ja. Aber die Farbe ist cool. Jetzt kommen wir zur 10. So, ja, erstmal hingelesen. Schon gewusst. Der Tattoo-Liner ist wasserfest und extrem strapazierfähig. So hält dein Lidstrich den ganzen Tag ohne zu verwischen. Aha. Ja, schön, ich kann jetzt mehr Tattoos aufmalen, aber das wird dann ein Lidstrich sein. Ein Eyeliner. Tattoo-Liner. 900 Deep Onyx. Ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, keine Ahnung. Spannend, ob das wirklich länger hält als normaler Eyeliner. Weiß nicht, falls ihr so einen Tattoo-Liner habt, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Würde mich da total drüber freuen, wenn ihr eure Erfahrungen mal reinschreibt, ob das wirklich besser ist als ein normaler Eyeliner. Jetzt kommen wir zur 11. Hier haben wir einmal das schöne Stück. Und zwar, dieses süße Haargummi verliert sich sicher nicht so schnell. Deine Haare werden es ebenfalls lieben. Okay. Also ich verliere meine Haargummis ständig. Ist das jetzt mit einem Mikrochip drin oder irgendwie einen, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja so Haargummis mit GPS-Sender oder sowas. Achso. Okay, gut. Ich denke mal, die haben auf die Größe angespielt. Ja gut, also das wäre schade, wenn sich das wirklich schnell verlieren würde. Wir haben hier einmal so ein Maybelline-Schildchen. Das kann man aber abmachen, wenn man das nicht mehr möchte. Das, ja, das lässt sich ganz gut dehnen. Ist ganz süß von der Farbe her. Der Stoff ist eigentlich auch ganz schön. Muss ich sagen, so eine Farbe habe ich tatsächlich auch noch nicht als Haargummi. Finde ich ganz süß. Ja, also kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Nächstes haben wir die 12.
Hier haben wir einmal die Formel, angereichert mit Shea Butter, sorgt für ein angenehm gepflegtes Tragegefühl. Ob das wieder so ein Lippenstift ist? Oh ja, ist es. Okay, also ich muss sagen, also die Packungen sehen schon ganz geil aus, ne? Also das haben die schon ganz cool gemacht. Okay, also der wird mega gut zu dem Nagellack passen. Wahnsinn, die Farbe. Mal gucken. Boah. Ich zeig euch das einmal. Das ist halt schon richtig schönes Rot, ne? Das ist nicht schlecht. Wahnsinn. Schön. So, hier ist nochmal die Farbe. 547. Plaisir Me Red. Cream Creme. Naja. Ist auf jeden Fall super passend für Weihnachten, ne? Und jetzt kommen wir einmal zur 13. Okay, die Formel mit Bambusextrakt und wimpernverlängerten Fasern sorgt für extra lange und voluminöse Wimpern. Wow. Ja, also wieder was für die Wimpern. Das sieht ja süß aus. Okay, also das ist so eine rosé-lila-farbene Glitzerverpackung. Finde ich ganz süß, die Farbe. Mal gucken, ob wir es aufkriegen. Und das ist jetzt auch wieder... Ja, okay. Aber ist doch auch schwarz, ne? Ja, das ist Mascara. Sky High Mascara, ja. Ach so. Ich dachte, das wäre jetzt wieder so ein Pflegeprodukt, aber das ist tatsächlich Mascara. Very Black. Ja, mal gucken, ob das gut hält und wie sich das verteilen lässt. Das Bürstchen sieht ja ganz süß aus. Das ist so ein Gummibürstchen, ne? Relativ dünn, finde ich auch nicht schlecht. Lässt sich bestimmt ganz gut verteilen. Mal gucken, ob es irgendwie klumpt oder sowas. Bin ich mal gespannt. Dann kommen wir einmal zur 14. Hier haben wir einmal für noch mehr Glanz auf den Nägeln. Versiegel die Farbe mit einem Überlack. Überraschen, überraschen, was wird wohl da drin sein? Ich denke mal ein Topper. Aha. Okay. Das ist die Farbe 31, Peach Pea. Sehr dünn und durch, also nicht durchsichtig, aber sehr durchlässig. Wird nicht sehr deckend sein. Müsste ich mal ausprobieren. Vielleicht kann ich euch auch hiervon ein Ergebnis mal zeigen. Und hier haben wir einmal die 15. Der Cheek Head ist ein echtes Multitasking-Talent. Check Head? Heat? Sucht es euch aus, was richtiger ist. Er kann auch als Lidschatten oder Lippenfarbe verwendet werden. Okay. Was man als Lidschatten und als Lippenfarbe benutzen kann. Das hört sich auch interessant an. Aha. Shear Gel Cream Blush. Blush Gel Cream. Mhm. Okay, dann mal aufmachen. Ja, also das ist so eine rosafarbene Creme. Das kann man, denke ich mal, als Blush benutzen. Anscheinend auch für die Lippen. Oder dann halt als, was habe ich gesagt? Als Lidschatten. Genau. Ja, ist ganz cool. Ich habe tatsächlich auch keinen Lidschatten in flüssiger Form. Habe ich bisher auch tatsächlich noch nicht ausprobiert. Also hier steht jetzt mit den Fingern auftragen. Dazu 1 bis 2 Tupfer Blush aufnehmen und satt verblenden. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Als nächstes haben wir die 16. Das ist ein sehr leichtes Paket. Mal gucken, was da ist. Schon gewusst. Glasfeilen nutzen sich nicht ab, da sie ohne Schleifkörper arbeiten. Und sie sind dadurch schonender als Metall- oder Papierfeilen. Mhm. Okay. Ich habe tatsächlich noch keine Glasfeile. Die haben doch auch eine Körnung.
Also es feilt auf jeden Fall. Es fühlt sich auf jeden Fall rau an, also sie wird schon feilen. Aber alles, was rau ist, setzt sich ja dann doch irgendwann zu. Also heißt nicht, irgendwann wird sie sich schon abnutzen. Ob sie jetzt besser oder schlechter ist als andere, kann ich tatsächlich noch nicht beurteilen. Ich habe noch nie mit so einer Glasfeile gearbeitet. Aber ich finde, die ist sehr handlich, sehr klein und passt auf jeden Fall in eine kleine Handtasche, ne? Also gerade so zum Mitnehmen, wenn da mal irgendwas kaputt geht oder ne, man hat irgendwie einen Riss oder irgendwie sowas, finde ich das ganz gut, ne? Und sieht auch ganz stylisch aus. Also finde ich eine gute Beigabe. Jetzt kommen wir schon zur 17. Achso, wir müssen erstmal noch durchlesen hier, Mensch. Perfektes Duo mit dem Color Sensationalen Lippenstift. Für sensationelle Farbe an Ort und Stelle. Das wird, denke ich mal, eine Kombi aus Lip Liner und Stift sein. Nö, es ist einfach nur ein Lip Liner. Contouring. Ja, auch wieder in einem Rotton. Mal gucken. 504 Hollywood Red. Hollywood Red. Oh, können wir hier noch nach Hollywood fahren? Ja, gut. Mal gucken. Jetzt haben wir immer noch den Lippenstift drauf. Mal ein bisschen zum Vergleich. Ich weiß nicht. Ich mal schauen jetzt. Der ist ein bisschen lilaner. Also der hat noch so einen lila Stich drin. Wenn man das jetzt mal genau im Vergleich zu dem richtig kräftigen roten Lippenstift nimmt, kann man das, glaube ich, tatsächlich nicht so unbedingt als Lip Liner benutzen dafür, oder? Wie gesagt, ich habe noch nie einen Lip Liner gehabt. Jetzt habe ich tatsächlich sogar zwei Lip Liner. Das wird immer mehr hier. Und unsere 18. Hier haben wir einmal bereit für babyweiche Haut. Feine Silikone sorgen zusätzlich für den Blur-Effekt. Blur-Effekt. Keine Ahnung. Okay, feine Silikone. Hört sich ja eigentlich nicht so toll an, ne? Aber wenn es so gute Haut macht. Baby Skin Instant Pore Eraser. Okay, also ihr merkt, ich bin so gar kein Englisch-Aussprecher. Seht das bitte ab. Ich bin, wie gesagt, nicht so gut in Englisch. Das soll auf jeden Fall ein Primer sein. Eine Base gegen Antiporen. Na, ich habe viele Poren. Alleine benutzen oder unter dem Make-up. Okay. Kriegen wir hin. Jetzt sind wir schon bei der 19. Wir kommen langsam zum Endspurt. Beauty-Tipp: Trage den Kajal auf dem beweglichen Augenlid nah am Wimpernkranz auf und verblende den Lidstrich für einen Smoky Eye Look. Aha. Ja, stimmt, kann man echt machen, ne? Habe ich tatsächlich noch nie darüber nachgedacht. Okay, das ist halt einfach nur ein Eyeliner, ne? Also ein normaler Eyeliner, kein Tattoo-Liner. Express Kajal in 33 Black. Ja, es ist ein ganz normaler Stift. Finde ich auch ganz Wir kommen gut. jetzt tatsächlich schon zu der 20. Hier haben wir einmal noch das kleine Stückchen und zwar haben wir hier True Story. Achso, True Story, genau. Augenbrauenstifte kommen und gehen, aber ein guter Spitzer bleibt. Ein guter Augenbrauenspitze oder ein Anspitzer? Anspitzer wäre ja cool. Meiner fällt nämlich schon auseinander. Nein. Hä? Okay. Das hat ja jetzt damit gar nichts zu tun. Das ist halt ja, ein Pflegelippstift, ne, mit ein bisschen Farbe drin. Das ist so ein schönes rosa-rot-Ton. Halt, ja, färbt so ein bisschen rosa ab. Ne, für die Lippen zur Pflege. Cherry Me heißt das. Ja, gut, riecht auch noch. Ja, Riecht auch ein bisschen.
Aber wie gesagt, habe ich jetzt irgendwie gar nicht erwartet, deswegen bin ich gerade so perplex. Aber finde ich eigentlich auch ganz gut. Hier haben wir einmal die 21. Und zwar für gepflegte und... Was? Für gepflegte und babyweiche Lippen in Kirschrot. Schützt zusätzlich mit LSF20. Jetzt habe ich es. Jetzt hätte ich eigentlich... Okay. Ja gut, ich würde sagen, das ist ein Packungsfehler. Ach süß. Oder ein Beschriftungsfehler. Hier ist nämlich mein Artspitzer drin. Ja gut. Finde ich mega super, weil wie gesagt, mein Anspitzer geht wirklich gerade flöten, also der fällt auseinander. Ich bin da wirklich richtig glücklich, dass doch noch einer drin gewesen ist. Wie gesagt, nur in der falschen Verpackung macht aber gar nichts. Die letzten drei, und zwar sind wir jetzt bei 22 schon. Und hier haben wir einmal schon gewusst, durch die besonders geschwungene Bürste kannst du deine Wimpern noch besser trennen und definieren. Das heißt, wir haben jetzt nochmal Mascara. Mal gucken. Das sieht, ja. Ja. Volumeneffekt. Nochmal nach Mascara aus. Full Fan Effekt. Midnight Black. Ja. Das ist halt wieder Mascara, ne? Ich glaube, das ist jetzt die... Zweite, dritte Mascara? Ich glaube, die dritte schon fast, ne? Ja. Ich weiß tatsächlich nicht, ob man so viel Mascara braucht, weil die hält sich ja ewig lange. Nämlich auch schon zum vorletzten. Das ist wieder ein bisschen größer. Und hier steht einmal, entfette deine Nägel vor dem ersten Pinselstrich kurz mit dem Nagellackentferner. So hält die Farbe noch länger. Wird denn wohl ein Nagellackentferner sein? Oder auch nicht? Nee. Ist kein Nagellackentferner. Ist wahrscheinlich einfach nur ein Tipp für Leute, die sich selber seine Nägel machen. Okay, das ist hier nämlich ein Super Stray Forever Strong Gel Nail Color. In der Farbe 78 Pore Cleaner. Pore Cleaner. Cleany? For Clean? Also auf jeden Fall 78 Farbe. Ist auf jeden Fall ein schönes Rosa mit ein bisschen Glitzer noch mit drin. Also die Farbe, muss ich sagen, finde ich mega schön. Die sieht echt toll aus. So Leute, auf den Moment habe ich schon die ganze Zeit gewartet, seitdem ich angefangen habe. Ich finde immer am spannendsten, was am letzten Tag in einem Kästchen ist. Weil gerade so der letzte Tag, Weihnachten, das muss eigentlich irgendwie was Besonderes sein. Und deswegen erhoffe ich mir relativ viel jetzt von dem Paketchen. Das ist auch das Größte. Ich bin gespannt, was da drin ist. Oh, gut, jetzt gucken wir einfach mal. Achso. So hält er bis zu 16 Stunden. Trage eine dünne Schicht auf die gereinigten Lippen auf und lasse sie trocknen, bevor du die Lippen aufeinander legst. Wird, denke ich mal, ein Lippenstift sein. Mal gucken. Okay. Also wir gucken uns erstmal das Kerzchen an. Das ist einmal ein 5€ Schmuckgutschein. Schöne Feiertage und ein frohes neues Jahr, Babylin. Von iCrush. Ich denke mal, das wird eine Nebenmarke oder ein Produkt von Maybelline sein. Tatsächlich habe ich davon noch nichts gehört, aber man hat ein 5€ Gutschein dazu gekriegt. Ohne Mindestbestellwert, das finde ich immer ganz gut. Dann gucken wir uns natürlich das Hauptgeschenk an. Das ist tatsächlich einmal ein Lippenstift in der Farbe Lover 15. Super Stay Matt Inklusiv. Oder Inklu. Aha, ich habe tatsächlich auch keine Matten. Schön. Wieder ein sehr schöner Ton, wieder ein bisschen mit Lila. Ich den mal einmal. Könnt ihr mal im Vergleich sehen. Das war ja der Lippenstift, dann danach kam der Lip Liner und ganz außen ist jetzt der letzte Lippenstift.
Ich finde das eigentlich ganz cool und ich glaube, das passt mit dem Lip Liner auch ganz gut zusammen, obwohl der Lip Liner noch einen etwas rötlicheren Ton hat. Ja, der ist doch noch ein Tick lila. Ja, aber ich habe davon schon ganz, ganz positive Sachen gehört, also dass der wirklich gut hält. Auf jeden Fall ganz gespannt, wie lange er dann tatsächlich hält. Und ja, freue mich, das auf jeden Fall auszuprobieren. So, das waren unsere 24 Tütchen vor allen Dingen. Türchen bei uns in dem Maybelline Adventskalender. Ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz positiv überrascht, dass doch so tolle Sachen auch dabei gewesen sind. Gut, vielleicht den einen oder anderen Mascara weniger, hätte jetzt auch nicht geschadet, dafür vielleicht einen anderen Lippenstift oder so oder eine andere Farbe. Oder auch mal was zum Cremen irgendwie für die Hände oder fürs Gesicht. Finde ich eigentlich als Pflegeprodukt auch immer ganz interessant. Aber gut, ich muss sagen, die Produkte an sich finde ich sehr schön. Ich werde sie, denke ich mal, auch alle ausprobieren. Ich kann damit auf jeden Fall was anfangen. Und ich glaube, also für den Preis lohnt sich das wirklich. Ich versuche mal ein bisschen auseinanderzurechnen, wie viel da jetzt preislich enthalten gewesen ist und wie viel er tatsächlich gekostet hat und blende es euch hier einmal ein. Und dann seht ihr selber, was für einen Unterschied das auch wirklich macht. Aber ich bin ganz positiv überrascht von dem Adventskalender und muss sagen, kann dem auch wirklich jeden empfehlen. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie euch die Produkte gefallen haben und ob ihr vielleicht den ein oder anderen Produkt selber zu Hause bei euch im Schrank stehen habt. Und dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und abonniert auch gerne den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!